heimische Hauswurz hat ganz nette Blüten. Eine der Pflanzen, die mir am wenigsten Probleme macht. Viel zu spät nachgesetzt, weil die anderen sind der Feuchtigkeit und den Schnecken zum Opfer gefallen. Elendes Sonnenlicht. Die Schnecken haben sogar das Grün der Steckzwiebeln abgefressen. Zwei jämmerlich rote Beete von einem ganzen Beet, das angesät wurde. Dazu kommt die Feuchtigkeit, die zum Beispiel den Tomatenpflänzchen überhaupt nicht gut tut. Wie man sieht, Braunfäule. Ach, sieht man es noch besser. Ein paar Grüne sind ja noch dran. Die ernte ich dann irgendwann. Sollten sie noch rot werden und überleben. Wo sind denn nur die grünen Blätter der Kartoffeln hin? Wohin wohl? In die Mägen der Schnecken. Das waren mal Kürbisse vor nicht mal 2 Tagen. Und da ist ein Teil der Übeltäter. Davon könnte ich jeden Tag 40, 50 ablesen. Was gut wird, sind die Gürkchen. Die ich hier auf dem viel zu viel anstehenden Wasser gebunkert habe. Ich bin zwar niemand, der leicht aufgibt, aber dieses Jahr habe ich die Gartenarbeit aufgegeben. Ich ernte noch, was zu ernten ist. Selbst Spätsorten sind weggefressen worden. Das hätte mal Rosenkohl werden sollen. Ja, ich stand höher, trotzdem haben die Schnecken alles niedergemacht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich bin echt fertig.